So, hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Attack of the B-Team. Wir sind hier gerade am Erkunden und haben hier einen Wall gefunden, der Wetterlands heißt. Und wir haben nicht Weidensetzlinge, die anderen Setzlinge, die Fichtensetzlinge. Die Weidensetzlinge haben wir auch im Winter. Und jetzt gehen wir mal in das rote Gebiet. Das müssten. Wie heißen die schon wieder? Ja, wie heißt das Biom schon wieder? Muss ich jetzt nochmals schauen. Hier haben wir große Pilze. Austern. Okay. Ah, ja, stimmt. Badlands, die bösen Länder. Okay. Hier können wir natürlich ein paar von diesen roten Steinen mitnehmen. Also der Lehm. Die sehen nicht schlecht aus. Nehmen wir noch ein bisschen normalen Lehm mit. So. Gut, erkunden das weitere Gebiet. Dort ist wieder dieses Biom. Wir könnten jetzt noch ein bisschen nach Norden gehen. Nehmen wir noch hier die roten Büsche mit, die Himbeerbüsche. So. Da vorne ist ein hoher Baum. Ja, hier ist halt einfach nichts. Eine Ruine haben wir hier. Hier ist eine Witch. Haha. Aschehaufe, Wegwerf, Safari-Netz. Okay. Gucken wir mal richtig gut um. Ja, was haben wir denn hier? Ein Haus. Was bietet dieses Haus uns denn? Oh, violett gefärbte Blätter. Nehmen wir mit. Da müssen wir das wegwerfen, zum Beispiel das Reis, das haben wir schon. Ja, ich weiß nicht, Asche bräuchten wir eigentlich auch nicht. Projekt Exploration. Projekt Red Exploration, okay. Komischer Mod. Aber die bringen ja gar nichts. Okay, einen haben wir bekommen. Einen. Hier haben wir noch silberne, hellgrau. Cooked Fish. Hier haben wir doch ein neues Biom. Schauen wir doch mal, was dieses Biom uns zu bieten hat. Das D ist so sumpfig. Also das ist das Woodland. Und hier haben wir das Grassland. Sieht aber nicht sehr grässig aus. Also hier haben wir sehr viel zu erkunden. Besser zu erkunden. Und ja, vielleicht finden wir ein gutes Biom, wo wir ja, ein bisschen uns wohlfühlen. Hier haben wir zum Beispiel einen Fungus Forest, glaube ich heißen die. Hier haben wir Pilze.
Ja, nicht schlecht hier. River, Grassland, Fungi Forest, ja. Fungi Forest heißt dieses Biom. Hier haben wir zum Beispiel auch wieder ein Corvinwich. Ah nein, das ist ein. Den Hut, der hat. Der sah ist lustig aus. Hut. Mr. Bubbles. So, aber bitte mich wieder normal verwandeln. So, dann schauen wir uns mal ein bisschen weiter um. Oh, Gift. Hier sieht es giftig aus mit dem Wasser. Zeigt mir mal dieses Wasser. Zeigt es mir. Ist es giftig? Nö. Okay, hier haben wir eine Wüste. Da können wir eigentlich direkt einen Wegpunkt machen. So, Fungi. Oase. So. Ich kombiniere gerne die Wegpunkte. Oh, danke. Kann ich dich bitte aufnehmen? Gut. Lete möchte ich gerne auch. So, jetzt sind wir in der Oase. Schauen wir uns dort ein bisschen um. Ja, hier haben wir Palmen. Da hat einer auch einen Hut. So, Ichun. Aha. Ah, genau. Wir verlieren Atem in diesem. Also wir ertrinken wegen den Kiemen an Land und nicht an im Wasser. So, wir gehen hier nach oben. Wenn wir kommen. Ups. Mal hier entlang. Ja, hier kommen wir nach oben. Sehr schön. Was haben wir denn hier? Ein neues Biom. Sumpf. Ein Art Sumpf. Okay. Jetzt überall Kühe. Nein, ich möchte mich nicht wieder verwandeln. Dankeschön. Ich möchte noch ein paar Lederstücke für einen Rucksack, wenn wir einen Rucksack herstellen können. Oh, und hier ist ein Wolfshut. Und ein Link. Den Link möchte ich. Ich möchte den Link, den Link, den Link, den Link. Yay, den Link. Hier haben wir noch giftige Kartoffeln. Oder goldene, gelbe Kartoffeln. Also wilde Kartoffeln eher. Okay. Nehmen wir ein paar mit. Und gehen ein bisschen weiter. Die große Erkundung startet. Wir brauchen noch mehr.
Wir brauchen noch mehr Rohstoffe, vor allem Holz für unsere Hütte. Okay, hier ist ein nicht so hier hat es halt nicht so viel Vegetation. Der hat... LOL. Okay. Das Pferd hat den Helm auf dem Arsch. Was ist das eigentlich hier? Steppe. Das ist immer Steppe. Okay. Und hier? Tundra. Das sieht aber nicht ganz nach Tundra aus. Das ist Eichenlaub. Das nehmen wir natürlich nicht mit. Gut, machen wir wieder aus. Und hier haben wir nochmal so ein Versteck mit Diamant, eine Schablone, Herzschablone. Kürbiskerne, die nehmen wir doch mit. Dann nehmen wir die Schablone anstatt dem Aschehaufen. Und den Fisch brauchen wir auch nicht. Ja, okay, den Fisch nehmen wir mit. So, und was ist hier unten für ein Biom? Komm, deck dich auf. Wir haben wieder Schneeglöckchen, sieht's. Okay, hier haben wir nur Wasser. Großes Wasser. Tiefes Wasser. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Haben wir schön viel erkundet. Ich wollte eigentlich Tee drücken. So. Haben wir wieder sehr viel gesammelt. Okay. Vielleicht finde ich ja einen Baum, wo gut zum Bauen ist. Wenn wir nach Süden gehen. Schaf geben ab meinem Bett. Ich hab's nicht gerne, wenn fremde Leute auf meinem Bett sind. So, also. Gehen wir nach Süden. Irgendwann finden wir schon irgendwas, was uns gefällt. Sonst können wir den Limestone nehmen oder so. Ein Steinhaus machen, aber mir gefallen einfach die Hölzer viel, viel mehr als die Steine. Oder eher ein Mischhaus, aber Holz ist für mich eigentlich fast Pflicht. So, was haben wir hier unten? Hier haben wir Büsche. Hier haben wir einen Weidenmann. Okay. Hier haben wir eine Südsee. Aha. Interessant. Interesting. Und hier haben wir giftiges Wasser, ja. Gehen wir mal zum giftigen Wasser. Dem giftgrünen Wasser. Wir könnten eigentlich ein Boot machen, aber... Naja, nicht nötig. So, was sind denn das für Bäume dort?
Schauen wir uns diese Bäume mal an. Das müssten auch Weiden sein oder etwas Ähnliches. Die haben nicht mal eine Krone. Es sind keine Königsbäume mehr. Dort haben wir auch Südsee oder so etwas. Ja, es ist Weidenholz. Aber wenn wir hier eine fällen, ja, wir haben keine Axt mehr. Aber ist dann das nicht ein anderer Baum? Ja, hier einen kleinen Baum. Gebt mir euch eure Seeds. Was? Keine Seeds? Doch, hier. Ja, ist normale Weide. Ja. Eine normale Weide. Okay. Dann gehen wir ein bisschen südlicher hier. Huh, knapp war das. Hier haben wir noch ein Biom. Was ist das? Bayou. Das ist Meadow. Was ist denn Meadow für ein Ding? Für ein Biom? Aber das sieht ja mal schön aus. Also, wenn das Gras nicht so, also ein bisschen dunkler wäre, das wäre ein tiptop Biom für uns. Aber leider ist es so ein bisschen hell. Auf den Seiten und so. Okay, gehen wir ein bisschen mehr nach Süden. Wir nehmen hier mal diese. Was sind das? Blaue Hortensie mit. Noch ein paar rote Blumen. Gut. Hier unten haben wir das gleiche Biom. Das ist ein anderes. Origin Valley. Origin heißt irgendwas wie alt, also das ist dem alten Wald von der iPhone-Beta-Version von Minecraft entsprungen. Und ihr seht, überall ist es grell und hell. Da gab es noch nicht so etwas wie Shade, ja, ein Shade drauf, der ein bisschen dunkler macht. Das ist alles noch original Minecraft. Und hier unten haben wir wieder ein Schneebiom. Oh, interessantes Schneebiom. Hier hat es abgestorbene Bäume. Zeigt mir mal dieses Biom. Wie heißt denn das? Das ist der Beach. Snowy Dead Forest. Natürlich. So ein innovativer Name hätte ich jetzt niemals gedacht. Und ganz viel Eis hier. Und das wäre doch auch mal ein Biom zum irgendwas bauen. Wenn der Schnee nur nicht so viel wäre. Aber könnten wir schon mal machen. Ich mag es einfach nicht, die ganze Zeit den Schnee von den Dächern zu kratzen. Müssen wir fast mit Half Stones arbeiten. Ich möchte mich gerne in einen Tintenfisch verwandeln. Hier hole ich kurz den Hut. Weil die Tintenfische sind recht schnell unter Wasser. Oh, ein Partyhut. So. Dann gut. Like us, sir. Yeah, wir sind sehr schnell. Gehen wir mal ein bisschen tiefer runter. Können wir nicht tiefer runter?
So gehen wir nach oben, so sinken wir herab. Wir sind jetzt ein U-Boot und gehen ein bisschen runter. Hier, was ist das? Ah, das ist Öl. Okay. Hier haben wir irgendwelche. Keine Ahnung. Das ist Dirt von Schüssel. Das ist alles Öl. Müsste ja nicht Öl sein, aber wieso sind die so rund? Erkunden wir ein bisschen das Meer im F5-Modus. Ha, mit dem Link. So wollte ich. Yeah. Free Willy. Was sind denn das? Das sind Ammoniten. Haben wir hier noch mehr? Hier haben wir doch wieder eine Insel, aber die ist jetzt nicht so interessant. Damit wir mehr sehen, gehen wir... Ah doch, das ist Pinien. Wir gehen jetzt Pinien holen. So. Gebt mir bitte ein bisschen Holz für eine Workbench und Sticks. So. Sticks. Diamant, Axt. Sehr schön. Ja. Gebt mir mal eine weniger große Pinie. Es gibt nur große Pinien. Ich möchte eine relativ kleine. Also machen wir, nehmen wir die da. Ja, was sollen wir? Nehmen wir das normale Holz, das geht schneller zum Abbauen. Gib mir Pinienholz, gib mir Pinienholz. So haben wir Pinien-Setzlinge, ja. Dann gehen wir durch die Insel mal ein bisschen erkunden. Sehr uneben, diese Insel. Aber wir können hier gut vorwärts kommen, wenn wir uns konzentrieren. Hier haben wir einen neuen Hut. Was ist das? Ein Hotdog. Ich will den Hotdog-Hut. Ich will den Hotdog-Hut. Ja, okay. Hier, das ist nur eine Insel. Gehen wir wieder zurück und... Ja, machen wir hier. Nein, ich möchte genau hier Pinien. So, zurück gehen wir zu unserem Haus. Zu unserem Haus. Jetzt muss ich schauen, welches Holz denn am schönsten zum Bauen ist. Und dann verwenden wir dieses Holz einfach mal vorläufig, bis wir ein besseres Holz finden. Nämlich das hier. Schauen wir alles mal an. Ja, das ist nicht schlecht. Das ist wahrscheinlich gelb. Ich denke, wir machen aus dem ein Haus. Das sieht mir irgendwie am schönsten aus. Hier haben wir genug Munition. Und, ich möchte den Regen aber aushaben.
Ja, egal. Also dann wünsche ich euch einen schönen, ja, restlichen Abend oder Morgen, was bei euch ist. Und wir sehen uns das nächste Mal hoffentlich wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft Attack of the B-Team Interactive in Full HD. Okay, tschüss.